Schiller lässt die Königinnen in seinem Stück aufeinandertreffen und kreiert damit eine Begegnung, die es in der Geschichte nie gegeben hat. Die Katholikin Maria Stuart, die Frankreich und Spanien hinter sich weiß, kämpft gegen Elisabeth um den englischen Königsthron. Seht, ich will alles eine Schickung nennen. Ihr seid nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig. Ein böser Geist stieg aus dem Abgrund auf, den Hass in unseren Herzen zu entzünden, der unsere zarte Jugend schon entzweit. Nicht die Geschicke. Euer schwarzes Herz klagt an! Die wilde Ehrsucht eures Hauses. Nichts Feindliches war zwischen uns geschehen. Da kündigte mir euer Ohm, der stolze herrschwütge Priester, der die freche Hand nach allen Kronen streckt, die Feder an. Betörte euch, mein Wappen anzunehmen, euch meine Königstitel zuzueignen, auf Tod und Leben in den Kampf mit mir zu gehen. Ihr habt mich stets als Feinde nur und Fremdlinge betrachtet. Hättet ihr zu eurer Erbin mich erklärt, wie mir gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe euch eine treue Freundin und Verwandte in mir erhalten. Draußen, Lady Stuart, ist eure Freundschaft. Euer Haus, das Papsttum. Euch zur Erbin erklären, dass ihr bei meinem Leben noch mein Volk verführtet, dass alles sich der neu aufgehenden Sonne zuwendete und ich regiert in Frieden. Jedwedem Anspruch auf dies Reich entsag ich. Bekennt ihr endlich euch für überwunden? Ja, es ist aus, Lady Maria.